Okay, fangen wir mit der Vorlesung heute an. Heute geht es um Streuungsmaße. Bevor es losgeht, habe ich aber noch zwei andere Ankündigungen zu machen. Zum einen bezüglich Tutorien hatte ich ja schon mal angekündigt, dass wir jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, noch Tutorien anzubieten. Konkret wird es nächste Woche losgehen. Also es wird 4 Termine in diesem Semester noch geben. Das sollte mit eurem Stundenplan auch abgeklärt sein. Am Dienstag, also nächste Woche Dienstag, 28.11. von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im IPC-Hörsaal, das ist das Institut für Physikalische Chemie, glaube ich. Das ist, glaube ich, wenn man so unter der Eisenbahn beim Temp-Gebäude unten durchgeht, da irgendwo, aber das müsst ihr nochmal genauer nachgucken. Aber ich kann es auch nochmal auf Moodle verlinken. Ich habe das gerade eben aber auch schon mal auf Moodle gepostet, also da seht ihr diese Information jetzt auch schon mal. Was ihr da macht, da kommt ihr und bringt euren eigenen Laptop mit. Falls ihr keinen eigenen Laptop habt, ist auch nicht die Welt, aber einige sollten schon einen Laptop mitmachen, weil sonst kann man da auch nichts machen. Also da werden wir Dinge nochmal wiederholen, aber gleichzeitig auch irgendwie durchgehen, wie berechnet man diese Dinge denn. Ja, weil wir machen jetzt einiges zu Fuß, aber in der Realität habt ihr da Programme, die das machen. Und das Tutorium, das wird gehalten von einem studentischen Mitarbeiter von mir, vom Yannick Hui. Und der Yannick wird euch da so eine Einführung in A auch beibringen. Ja? Okay, also nächste Woche Dienstag, ich werde am nächsten Montag nochmal darauf hinweisen, aber dann geht's los. Dann haben wir 4 Termine, immer so im 2 Wochen Abstand für den Rest des Semesters. Gut, dann habe ich noch eine andere Sache jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so langsam ist der Weihnachtsmarkt wird schon aufgebaut. Ich fahre da jeden Morgen dran vorbei. Man macht sich Gedanken schon. Wo sind wir denn an Weihnachten? Was sind denn so die Weihnachtsgeschenke, die wir haben? Und da habe ich jetzt einfach mal eine Frage an euch. Was sollen wir denn in unserer Weihnachtsvorlesung tun? Warst du nicht da? Warst du nicht da? Ja, dann kannst du dir alles reinschreiben. Kannst du dir alles wünschen. Gut. Okay, dann bleibt es mal da. Vielleicht poste ich es auch nochmal auf Moodle, dass man da noch was dazu kommen kann. Ich werde auch mal die Erstsemester auch nochmal fragen, was die sich so wünschen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was da so kommt. Gut, dann legen wir jetzt heute mit der Vorlesung los. Also wie gesagt, Streuungsmaße. Wir hatten sie uns ja schon letzte Woche mit Lagemaßen beschäftigt. Überlegt euch nochmal, wo sehen wir denn genau? Also es geht darum, wie können wir denn Daten irgendwo beschreiben? Ja, und wir können ja Daten dadurch beschreiben,
dass wir erstmal sagen, wo ist denn da so ein Mittelwert zum Beispiel. Ja, das haben wir letzte Woche gemacht, da haben wir Mean, Median, Mode and Range. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist ja vielleicht noch nicht so optimal, die Daten damit zu beschreiben. Wir haben noch zwei andere Maße, mit denen wir uns jetzt in den nächsten zwei Wochen beschäftigen werden. Zum einen Streuungsmaße und dann Zusammenhangsmaße. Und heute geht es, wie gesagt, um diese Streuungsmaße. Okay, also Streuungsmaße beziehen sich darauf, inwieweit Daten um einen bestimmten Wert herum verteilt sind. Ja? Und seht ihr, es geht auch um Verteilung, deswegen will ich am Anfang noch mal ein bisschen über Verteilungen sprechen, aber nicht allzu lang. Und dann werde ich ins Detail gehen und euch vier bzw. fünf verschiedene Streuungsmaße auch zeigen, auch wie man da drauf kommt, werden wir auch herleiten und so weiter. Und dann, wenn am Ende noch Zeit bleibt, gehen wir auf die sogenannte Schiefe ein, was auch eine Art ist, wie man solche Verteilungen oder Daten beschreibt. Okay, also fangen wir mal mit Verteilungen nochmal an. Habe ich jetzt erstmal ein kleines Beispiel mitgebracht. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier zwei Gruppen aufgeteilt, zwei Gruppen A und B, und hätten hier ein Quiz gemacht und in beiden Gruppen wären 10 Studenten gewesen und beide Gruppen hätten im Durchschnitt 81,5 Punkte von 100, sagen wir jetzt mal, bekommen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Könnten wir daraus schlussfolgern, dass Studenten in beiden Teams ungefähr gleich gut sind? Ja? Jane? Nee, weil wir wissen nur über diese Lagemasse, also wo dieses Zentrum von diesen Daten sind, aber wir wissen nicht genau, wo diese einzelnen Daten sind und dementsprechend, wie die einzelnen Studierende sich verhalten. Mhm. Ist genau richtig. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel. Das sind jetzt mal Datenpunkte, die ich abgebildet habe, von fiktive Datenpunkte von zwei Gruppen. Und da seht ihr schon Team A und B, oben Team A, unten Team B. Der Mittelwert wäre absolut gleich in diesen zwei Datensätzen. Aber ihr seht ja schon, da ist ein Unterschied. Ja, also oben sind die näher am Mittelwert dran und unten sind sie wohl weiter weg. Also der Mittelwert sagt uns nichts über die Verteilung der Punkte in den beiden Teams. Wir brauchen also irgendwelche Maße, die uns sagen, wie weit die Daten in unserem Datensatz streuen bzw. um ein Lagemaß herum verteilt sind. Ja, dass wir das irgendwie erfassen können, sind die Punkte jetzt näher dran am Mittelwert oder sind die irgendwie weiter weg? Das ist die Idee von einem Streuungsmaß. Gucken wir uns nochmal kurz eine Verteilung als. Also das ist so eine Verteilung oder eine statistische Verteilung, beschreibt auch, wie Werte für ein Feld verteilt sind oder für eine Variable. Mit anderen Worten, die Verteilung veranschaulicht, welche Werte häufig vorkommen und welche nicht. Ja, das ist auch nichts Neues und es wird oftmals über so ein Histogramm abgebildet. Das haben wir auch schon gemacht, haben wir vor zwei Wochen schon mal gehabt. Oder letzte Woche habe ich euch das auch gezeigt. Das war das Gewicht von der Kuh, was geschätzt wurde von meinen Studierenden. Das ist eine Verteilung. Aber jetzt, wie können wir denn das irgendwie erfassen, ob die Werte, ob die einzelnen Werte näher am Mittelwert dran sind oder weiter weg sind. Und darum geht es bei den Streuungsmaßen. Also Streuung bezieht sich darauf, inwieweit Werte um den Mittelwert, das kann aber auch der Median oder der Modus sein, herum verteilt sind. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Wie könnten wir die Verteilung von Daten um ein Lagemaß herum prägnant mit einer Zahl erfassen? Ja. Also ihr wisst, worum es geht. Wir haben eine Verteilung, wir haben einen Mittelwert. Wie könnten wir denn jetzt irgendwie da eine Zahl bestimmen, die uns irgendwas darüber aussagt, ob die Punkte jetzt nah am Mittelwert sind oder weit weg um den Mittelwert herum verteilt sind? Maja? Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie diese Zahl heißt, aber es gibt auf jeden Fall den Wert, den man berechnen kann, der besagt, wie weit etwas aus dem, ich glaube, 70, 80, 90% oder so von der größten Verteilung ist. Aber da gibt es auch einen mathematischen Wert. Okay, was du jetzt sagst, ist gar nicht so verkehrt. Also du gehst ja jetzt irgendwie in eine prozentuale Einteilung. Du hast jetzt 80-20 gesagt, was man tatsächlich macht. Du hast jetzt schon mal den Quartilsabstand vorweggenommen. Der sagt nämlich, wo sind denn die mittleren 50% zum Beispiel? Ja, das wäre eine Variante, wie man das machen könnte. Hat jemand noch eine andere Idee, wie man so die Verteilung irgendwie erfassen oder beschreiben könnte? Jane? Es gibt noch Spannweite, eine Spannweite. Es ist noch ganz einfach die größte Ausprägung minus der kleinste Ausprägung. Genau, also das haben wir letzte Woche ja eigentlich schon mal auch angesprochen, da habe ich schon mal vorweggenommen. Einfach die Entfernung von dem größten zum kleinsten Wert. Das wäre so die einfachste Variante, wie wir da loslegen könnten. Also die Spannweite ist tatsächlich das erste Streuungsmaß, auf das ich eingehen will.
Danach kommt dieser Quartilsabstand, was so ein bisschen in der Denkweise das ist, was Maya gerade eben auch gesagt hat. Aber dann gehen wir eigentlich so in die richtigen Werte rein, die man benutzt. Das ist die sogenannte Standardabweichung, die Varianz. Und dann am Ende nochmal die Diversität, was im Grunde genommen einfach nur ein Maß ist für die Streuung bei nominal skalierten Variablen. Okay, fangen wir mal mit der Spannweite an. Also wie gesagt, die Spannweite ist der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert in einer Verteilung. Ja, auch nicht allzu schwierig. Leute, mir ist ein bisschen zu viel Unruhe hier jetzt gerade. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Irgendwie reden fällt mir echt gerade schwer irgendwo. Von daher, ich hätte echt keinen Bock, jetzt hier die ganze Zeit zu schreien. Okay, Dankeschön. Gut, also Spannweite ist der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert in einer Verteilung. Wenn wir jetzt hier die Punkte haben, ist jetzt mal abgebildet, hier einfach die Entfernung vom kleinsten zum größten Wert, das ist die Spannweite. Jetzt habe ich die Frage an euch, was ist denn problematisch bei der Spannweite? Jane? Das ist gegen den extremen Wert ziemlich empfindlich. Ja. Ja, ist das klar? Also wenn da irgendwie ein extrem großer Wert dran ist, dann ist ja die Spannweite auf einmal auch extrem groß. Ja, ist genau richtig. Während die meisten Punkte könnten ja in der Mitte irgendwo sein. Ja, das heißt, hier wäre jetzt irgendwie so eine Verteilung, ist auch wieder eine effektive Verteilung, wo der Mittelwert hier in der Mitte liegen würde. Die meisten Datenpunkte sind auch so in der Mitte. Die Spannweite wäre aber immer noch extrem groß, wegen diesen größeren Werten oder den kleinen Werten, den Extremwerten, die wir da drin haben. Ja, aber die meisten Datenpunkte, die liegen hier dazwischen. Und deswegen ist die Spannweite ja auch nicht so optimal, ja, um das jetzt irgendwie zu erfassen. Ja, da könnten irgendwie immer noch die Datenpunkte jetzt irgendwie ganz weit verteilt sein oder ganz hier weit in der Mitte, würden wir nicht erfassen, wenn wir einfach nur den größten und den kleinsten Wert uns anschauen. Deswegen gibt es dann halt, wie gesagt, noch andere Streuungsmaße. Und das nächste, auf das ich eingehen will, ist das, was Maya so ein bisschen schon vorweggenommen hat, ist der sogenannte Quartilsabstand. Genauer gesagt, in der Literatur findet ihr das auch unter dem Namen Interquartilsabstand. Da ist es dann Interquartilsrange, also die Abkürzung ist EQR. Okay, worum geht es da? Erstmal, was sind Quantile? Quantile, da teilen Daten in gleich große Abschnitte ein. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Also das haben wir ja auch schon mal gemacht bei Median. Haben wir genau das gemacht, dass wir die Daten eingeteilt haben in die oberen 50%, die unteren 50%. Das ist nichts anderes als ein Quantil. Ja. Halt ein bestimmtes Quantil, wo wir 50% da haben und 50% unten haben. Jetzt kann man das in verschiedene Teile aufteilen. Man kann das in 4 Teile aufteilen, in 5 Teile oder in 10 Teile und so weiter. Und eine Variante, die wir hier halt benutzen, sind die sogenannten Quartile. Ja, also Quartile von 4. Da werden die Daten eingeteilt in 4 gleich große Bereiche. Was heißt jetzt gleich groß? Jetzt nicht irgendwie von der Entfernung her gleich groß, sondern einfach, dass da jeweils 25% der Beobachtungen drin sind. Ja, das ist der Gedanke. Also so wie beim Median, das ist, dass 50% drüber liegen und 50% drunter liegen, sind da jetzt verschiedene Abschnitte, manche sind größer, andere sind kleiner, von der absoluten Größe her. Aber in jedem dieser Abschnitte sind eben 25% der Beobachtungen drin. Ja, so kann man das einteilen. Also kann man sagen, wo sind denn die untersten 25% oder wo sind denn die untersten 50% oder wo sind denn die untersten 75%. Und dann hat man da solche Linien, hätte man dann 3 Linien drin, die uns dann das untere Quartil, das obere Quartil und den Median geben. Und was ist jetzt der Quartilsabstand? Der Quartilsabstand oder wie gesagt auch dieses Interquartile Range, deswegen nennt sich das auch IQR in der Literatur, sagt aus, in welchem Bereich die zentralen 50% der Verteilung liegen. Ja? Also wir könnten das, stellt euch vor, wir reihen euch einfach alle der Größe nach auf und dann gucke ich an, wo sind denn die mittleren 50% zum Beispiel. Das ist jetzt weniger anfällig für diese Extremwerte. Ja? Also wenn da kann dann eine extrem große Person, eine extrem kleine Person immer noch dabei sein, dieser Interquartile Range oder dieser Interquartilsabstand wird sich dadurch nicht verändern. Der ist dann immer noch in der Mitte drin. Okay, also wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, hier haben wir die Spannweite und wenn wir dem jetzt diesen Quartilsabstand gegenübersetzen, dann seht ihr, dann ist der Quartilsabstand eben die mittleren 50%. Nicht mehr die komplette Spannweite von größtem zu kleinstem Wert, sondern wo sind denn die mittleren 50% in dem Datensatz da drin? Okay,
Und das habt ihr auch schon mal gesehen. Also wir haben uns ja vor 2 Wochen schon mal auch mit Grafiken beschäftigt. Da haben wir auch kurz das Boxplot angesprochen. Das Boxplot ist genau so eine Grafik, die auf diesem Interquartilsabstand beruht. Da seht ihr, was hier gerade abgebildet wurde. Also die mittleren 50% der Beobachtungen liegen in dem EQR. Das wäre jetzt wieder hier irgendwie unsere beiden Teams, die wir hätten, A und B. Und diese Plots jeweils oder diese Boxen repräsentieren diese Verteilungen von den beobachteten Punkten, die wir da hätten. Ja, also das ist der Interquartilsabstand. Wenn wir jetzt vervollständigen, nochmal kurz zur Wiederholung, der Median liegt hier in der Mitte, ist durch das Boxplot, durch diese Linie abgekennzeichnet. Also das ist der Punkt, wo 50% der Beobachtungen drüber und 50% der Beobachtungen drunter liegen. Dann haben wir beim Boxplot noch diese Zaungrenzen. Also diese nennt sich auch Whiskers in der Literatur, ja, wenn es so nach unten geht und so diese Begrenzungen da sind. Wie wird man das jetzt lesen? Das ist einfach, wird dadurch hergeleitet, dass man den 1,5-fachen Wert des Interquartile-Range nimmt. Also man nimmt jetzt hier quasi diese Entfernung hier, diese gelbe Linie, und addiert die, multipliziert es mit 1,5 und addiert die auf die oberen und unteren Grenzen drauf. Und dann kommt man irgendwo hier hin und irgendwo da oben. Ja, seht ihr, also ich nehme das hier, diese gelbe Linie, und addiere die damit drauf, 1,5-fach, und dann habe ich da eine andere Grenze dazu. Und dann gucke ich, welche Beobachtungen sind denn noch innerhalb dieser Grenzen drin. Und da ist das hier die letzte Beobachtung, die noch drin ist in dieser Grenze. Und genauso wird es oben auch gemacht. Deswegen geht es nicht unbedingt 1,5-fach rauf, sondern einfach nur, weil es die letzte Beobachtung ist, die noch in diesem Abstand drin liegt. Ja? Also überlegen wir uns nochmal, wir haben den Interquartile-Range, den mittleren 50%. Das ist eine Entfernung, ja, kommen wir jetzt in einen Abstand. Und diesen Abstand, den ich jetzt hier habe, den addiere ich da einfach nochmal drauf. Das kann ich so einfach mal aufmalen irgendwo, vielleicht ist das irgendwie verständlicher. Sagen wir mal, das wäre jetzt der Interquartile-Range. Ja, dann habe ich irgendwie hier verschiedene Beobachtungen. Ich weiß, das ist irgendwie mein 50%-Wert. Das ist irgendwie mein 25%-Wert und das hier ist mein 75%-Wert. Und dann habe ich da irgendwelche Punkte noch so mit drauf, die hier so liegen. Ne? Sagen wir mal, keine Ahnung. Ja? Irgendwie sind die verteilt. Jetzt habe ich das hier berechnet als den Quartilsabstand. Das ist diese Entfernung hier. Jetzt habe ich hier diese Grenze. Das ist die untere, das untere Quartil, das ist das obere Quartil. Jetzt wird diese Entfernung hier einfach mit 1,5 multipliziert und hier noch drauf subtrahiert, beziehungsweise da drauf addiert. Also wenn ich das jetzt hier nehme und mit 1,5 multipliziere, dann komme ich da irgendwo hin. Wenn ich das gleiche irgendwie da noch mit drauf addiere, dann komme ich da irgendwo hin. Und ja, das ist jetzt quasi vom Quartil jeweils noch den 1,5-fachen Quartilsabstand abgezogen, beziehungsweise vom oberen Quartil den 1,5-fachen Abstand nochmal drauf addiert. Und jetzt gucke ich einfach, welche Beobachtungen sind denn da noch drin. Jetzt habe ich hier eine Beobachtung, da eine Beobachtung, da eine Beobachtung. Jetzt hätte ich, sagen wir mal, machen wir es mal einfacher und machen mal hier, da die letzte Beobachtung, nochmal da eine Beobachtung, da eine Beobachtung. Jetzt seht ihr schon, hier komme ich ja gar nicht so weit raus. Solche Beobachtungen habe ich ja gar nicht. Das heißt, da ist da meine letzte Beobachtung hier, die innerhalb dieser Grenze drin liegt. Und hier ist meine letzte Beobachtung hier, die da noch drin liegt. Das sind jetzt hier diese Zaungrenzen. Das ist die untere Zaungrenze. Und das da ist dann die obere Zaungrenze. Okay, und jetzt haben wir eigentlich schon beim Boxplot. Ja, also das Boxplot würde dann genau so aussehen, dass dann hier diese Whiskers da sind. Ja, also diese Teile hier, die gehen dann hier rüber. Die zeigen dann hier nochmal den Quartilsabstand an. Und da geht es dann bis dahin. Und hier haben wir nochmal den Median. Also bei den Zaungrenzen muss man ein bisschen drüber nachdenken. Wie kommen wir denn da eigentlich drauf? Es ist einfach drauf, welche Beobachtungen liegen denn noch innerhalb von dieser Entfernung, die wir da berechnet haben, vom oberen oder vom unteren Quartil, jeweils den 1,5-fachen Abstand, Quartilsabstand nochmal absubtrahiert bzw. drauf addiert und dann geguckt, welche Beobachtungen liegen da noch drin. Und jetzt haben wir hier den interessanten Fall, dass eine Beobachtung halt da nicht drin liegt. Ja? Und das ist jetzt eine Variante, wie man Ausreißer identifiziert oder extreme Werte nach der sogenannten IQR-Methode, also nach der Interquartile-Range, was durchaus passieren kann, also wenn man so Daten anfängt zu analysieren,
wenn man Daten anfängt zu analysieren, dann guckt man an, sind da extreme Werte drin? Und je nachdem, wenn da extreme Werte drin sind, dann geht man mit denen auf eine gewisse Art und Weise um. Manchmal guckt man sie sich nochmal genauer an, warum sind denn die extrem oder passen die vielleicht nicht in die Analyse mit rein, ist da vielleicht ein Fehler unterlaufen und wie identifiziert man das Ganze? Das ist eine Variante, wie man das identifizieren kann, diese Ausreißer. Okay, aber im Grunde genommen ist es einfach nur eine Veranschaulichung von diesem Interquartilsabstand und dann noch ein bisschen was mit dazu, ja, also wie man irgendwie diesen Boxplot, diese unteren Grenzen hat. Das ist einfach nur nochmal die Idee von diesem prozentualen Aufteilung in der Verteilung, das irgendwie weitergesponnen und das irgendwie versucht zu visualisieren. Ja? Was uns irgendwie eine vereinfachte Darstellung dieser Verteilung gibt. Okay, aber ihr merkt ja, da haben wir jetzt immer nur noch gewisse Grenzen drin. Da könnt ihr jetzt innerhalb von dieser Box ja auch noch alle möglichen Verteilungen drin sein. Da könnt ihr immer noch weiter in der Mitte sein oder draußen sein. Das wissen wir immer noch nicht. Ne? Deswegen gibt es nochmal andere Verfahren, die sich jetzt nicht nur gewisse Quantile anschauen, sondern die tatsächlich die Abstände von jedem einzelnen Wert zum Mittelwert hin berücksichtigen. Und dann sind wir auch schon bei der Standardabweichung. Ja, also die Standardabweichung, und das ist was, was euch immer wieder über den Weg laufen wird, das ist auch ein Maß, was bei vielen anderen Maßen dann irgendwie wichtig ist oder da eine Rolle drin findet. Die Standardabweichung ist erstmal nur eine Zahl, die angibt, wie weit die Datenpunkte unterschiedlich vom Mittelwert entfernt sind, durchschnittlich vom Mittelwert entfernt sind. Im Idealfall, was wir machen würden, vielleicht denkt ihr jetzt schon ein bisschen mit, im Idealfall hätten wir ja gerne die Abstände von allen Punkten untereinander. Wie weit sind denn die alle voneinander entfernt? Aber das ist jetzt gar nicht so trivial. Da müsste man ja wirklich irgendwie so eine Matrix irgendwie berechnen und am Ende hat man auch nicht so arg viel davon. Deswegen, was man macht bei der Standardabweichung, man berechnet einfach einmal den Mittelwert und guckt dann, wie oft sind denn diese einzelnen Beobachtungen von diesem Mittelwert entfernt. Und das tut man dann irgendwie aufsummieren bzw. noch quadrieren, aber das ist eigentlich auch schon die Idee. Ja, dass man wirklich überlegt, wie weit sind denn die einzelnen Punkte vom Mittelwert entfernt. Und dann macht das Maß auch relativ schnell Sinn. Also erstmal, was sind wir denn? Erstmal habe ich hier die Formel für euch und dann werden wir nochmal darauf eingehen, was jetzt große und kleine Werte von diesem Maß bedeuten. Also hier seht ihr jetzt schon mal so eine Formel, das werdet ihr jetzt immer mal wieder sehen, dass so eine Formel kommt. Das erwarte ich von euch, dass ihr solche Formel dann auch könnt. Und je nachdem, wenn wir hier in der Vorlesung auch manche Dinge durchrechnen, dann erwarte ich auch von euch, dass ihr auch das durchrechnen könnt. Wenn wir uns diese Formel nochmal angucken, lasst euch nicht verwirren von der ganzen Geschichte, was steht denn da? Da ist erstmal vorne hier irgendwie ein griechischer Buchstabe, nennt sich Sigma. Und das ist die Standardabweichung in der Population. Warum da jetzt Population draufsteht, müsst ihr euch das auch noch nicht verrückt machen. Damit werden wir uns im nächsten Semester beschäftigen. Hat einfach damit zu tun, dass in der Regel wir ja mit Stichprobe zu tun haben, aber wir eigentlich Informationen von einer Grundgesamtheit wissen wollen. Ja, da kommt dann so das Interessante dabei ist dann, dass man da nicht so eins zu eins Dinge einfach übertragen kann, sondern dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss und manchmal eben auch Dinge in der Formel verändern muss. Okay, aber das ist erstmal am Ende eine Zahl, die da rauskommt und diese Zahl gibt uns irgendwie ein Maß darüber an, inwieweit denn jetzt diese einzelnen Beobachtungen vom Mittelwert entfernt sind. Ja? Okay, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, was steht denn in dieser Formel drin. Also erstmal haben wir da ein Wurzelzeichen, dann haben wir irgendwie da einen Bruch, dann haben wir da so ein Summenzeichen stehen. Machen wir uns alles noch nicht verrückt, gehen wir mal nochmal weiter drauf, dann haben wir da ein xi minus x quer stehen. Worauf bezieht sich jetzt das xi? Wenn ihr da so ein i seht, dann ist das in der Regel immer eine Nummerierung für alle Beobachtungen, die ihr habt. Also wenn ihr 10 Beobachtungen habt, dann bezieht sich das einfach jeweils auf die erste, zweite, dritte, vierte und so weiter Beobachtung, die wir da haben. Also einfach die Werte, die unsere Beobachtungen annehmen. Ja, jetzt zum Beispiel die Punkte, die einzelne Individuen in diesem Quiz bekommen haben. Als nächstes, davon wird der Mittelwert subtrahiert. Also der Mittelwert ist das da unten. Ja, es ist auch nichts Neues. Also nehmen wir einfach den mittleren, den Durchschnitt von diesen ganzen Beobachtungen, die wir haben. Und wenn wir jetzt angucken, was haben wir da oben im Zähler drin stehen, da ist xi minus x quer und das Ganze nochmal quadriert. Das heißt, es ist eigentlich nur der quadrierte Abstand zwischen den vorkommenden Werten und dem Mittelwert. Also der Abstand hier zwischen den Beobachtungen und dem Mittelwert. Dass das Ganze nochmal quadriert wird, das wird quadriert einfach, weil manchmal ist ja der Abstand positiv, manchmal ist er ja negativ, aber uns interessiert ja eigentlich die
absolute Größe dieses Abstandes. Hat er noch andere Punkte, also wenn man es quadriert, dann gewichtet man ja solche größeren Abstände noch ein bisschen größer, noch ein bisschen stärker als die kleineren. Deswegen wird es noch quadriert. Und jetzt haben wir noch, was haben wir noch in der Formel? Jetzt haben wir hier, wird durch n geteilt. N bezieht sich einfach auf die Anzahl an Beobachtungen, die man hat. Also in dem Fall haben wir einfach 4 Beobachtungen. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon fast alles, was wir dazu brauchen. Weil wenn wir jetzt die Formel nochmal genauer angucken, also wir haben einfach hier diese quadrierten Abstände von den einzelnen Beobachtungen zum Mittelwert, das Ganze aufsummiert, das ist das, was da oben im Zähler steht, geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen, die wir haben. Anzahl der Beobachtungen sind hier einfach 4. Ja, und da wird dann nochmal die Wurzel rausgenommen, das muss uns jetzt nicht weiter verwirren, ja, das ist einfach nur eine Veränderung. Aber es geht darum, immer von einzelnen Beobachtungen die Entfernung zum Mittelwert zu nehmen und das halt durch irgendwas teilen. Quadrieren und durch irgendwas teilen. Ja, und das, ob man jetzt das durch n oder 2n teilen oder sonst was, ändert ja nichts irgendwie an der Idee, ob das jetzt eine große oder eine kleine Zahl ist. Entscheidend sind ja, dass da oben im Zähler die Abstände von den einzelnen Beobachtungen zum Mittelwert und das Ganze aufsummiert. Okay, jetzt, wenn wir das jetzt durchdenken, was bedeutet es denn dann, wenn die Standardabweichung groß ist? Dass es sehr verteilt ist, okay, ist richtig. Erzähl mal noch ein bisschen mehr, wie kommst du da drauf? Okay, was machen wir denn bei der Standardabweichung? Ich habe es ja gerade eben gesagt, da oben ist dieses Summenzeichen. Ja? Also erstmal das N muss uns nicht interessieren, das Wurzel können wir irgendwie erstmal ganz vergessen bei der Interpretation jetzt für die Frage. Entscheidend ist ja, was da oben in diesem Zähler drin steht. Und da ist die Summe von den einzelnen Beobachtungen xi vom Mittelwert ab subtrahiert und das Ganze quadriert. Und wann ist dieser Wert groß? Wie du gesagt hast, wenn einfach die Abstände groß sind zwischen den xi's zum Mittelwert. Und wann sind die Abstände zwischen den xi's und dem Mittelwert groß? Wenn die Punkte so weiter verteilt sind. Während wenn die Punkte alle näher dran sind, dann sind ja auch die Abstände zwischen den xi's und dem Mittelwert nicht so groß. Dann ist auch das, was da im Zähler da drin steht, nicht mehr so groß. Dann wird das ganze Ding nicht mehr so groß. Ja? Also das ist genau die Idee. Also wenn die Standardabweichung groß ist, bedeutet dies, dass die Daten weit streuen und vom Mittelwert entfernt sind. Während wenn die Standardabweichung kleiner ist, frage ich jetzt nochmal jemand anderes, was heißt es denn, wenn die Standardabweichung klein ist? Maja? Dass die Werte alle relativ nah beieinander sind. Die sind nah beieinander. Warum? Weil dann sind wieder die Abstände zwischen den einzelnen Beobachtungen und dem Mittelwert auch kleiner. Ja? Und das ist genau das, was auch tatsächlich der Fall ist. Also wenn die Standardabweichung klein ist, dann sind die Abstände von diesen Beobachtungen zum Mittelwert auch kleiner. Dann sind die alle näher am Mittelwert dran. Während wenn die Punkte weiter weg sind vom Mittelwert im Durchschnitt, dann ist die Standardabweichung auch groß. Also das ist ganz einfach eine intuitive Geschichte, was die Standardabweichung eigentlich heißt. Ja. Vielleicht kann man sagen, das ist der durchschnittliche Abstand von der Beobachtung zum Mittelwert. Aber einfach die Zahl ist groß, wenn die Punkte weit streuen und die Zahl ist klein, wenn die Punkte weniger weit streuen, wenn die näher am Mittelwert dran sind. Okay, also die Standardabweichung, wie gesagt, kann man auch so formulieren, ist die durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Werte vom Mittelwert. Jetzt haben wir uns gerade eben schon mal eine Formel angeguckt für diese Standardabweichung. Was ich jetzt vorhabe mit euch, jetzt will ich das mal berechnen, diese Standardabweichung. Und wie gesagt, solche Dinge, da könnt ihr euch darauf einstellen. Also wenn ich sowas, werde ich dann nochmal sagen, ganz genau, was ich erwarte, aber auf sowas könnt ihr euch einstellen, wenn sowas berechnet wird, dass ich eigentlich erwarte, dass ihr sowas in der Klausur auch berechnen könnt. Da bringt ihr dann einen Taschenrechner mit und dann müsst ihr einfach so durch die Punkte durchgehen. Ist aber alles nicht die Welt. Ja? Ist eigentlich wirklich alles sehr trivial. Julia? Da habt ihr bei mir keine Vorgaben, da könnt ihr alles benutzen, was kein Handy ist. Da tun wir nicht rumeiern bei solchen Sachen. Ja? Gut, also, das oben sind jetzt die Punkte, das ist die Verteilung von diesen Punkten in diesem fiktiven Quiz, ja, für eine Gruppe. Und jetzt habe ich mal die Beobachtung hier einfach aufgelistet. Das ist nichts anderes als die Punkte, die da oben sind, jetzt einfach mal in die Tabelle aufgelistet. Ja? So sieht am Ende ein Datensatz aus.
Da habt ihr 10 Beobachtungen. Die erste Person hat 72 Punkte bekommen, die letzte Person hat 89 Punkte bekommen. Das ist einfach unsortiert, ist einfach so, wie der Datensatz jetzt erstmal ist. Okay. Das habt ihr am Anfang. Ja, und das wäre auch sowas, was ich euch in der Klausur auch vorgebe. Da gebe ich dann irgendwie so eine, keine Ahnung, eine Tabelle. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe bisher eher weniger Punkte gemacht als 10, vielleicht 5 oder 6 Datenpunkte. Ja, in der Realität sind es Tausende von Datenpunkten, aber das macht man dann nicht mehr zu Fuß. Aber das ist erstmal vorgegeben. Jetzt, wo finden wir das dann? Gucken wir uns nochmal die Formel an. Das entspricht ja gerade diesem XI da oben. Ja, das sind die vorkommenden Beobachtungen, die wir haben. Die Werte für alle vorkommenden Beobachtungen. Gucken wir uns mal weiter, was haben wir denn da noch in der Formel? Da oben das X quer. Also mit quer bezeichnen wir eigentlich immer den Mittelwert. Ne? Und der Mittelwert ist ja für alle Beobachtungen gleich. Hier geht es allgemein um den Mittelwert in diesem Datensatz. Und wenn man den hier jetzt berechnen würde für die verschiedenen Punkte, dann kämen wir auf 81,5. Jetzt habe ich einfach mal in dieser Hilfstabelle da einfach den Mittelwert eingetragen und der ist ja immer gleich. Deswegen steht da jetzt überall 81,5. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Was kommt denn als nächstes, was wir hier berechnen müssen? Jetzt ist ja da oben dieses xi minus x quer und das Ganze quadriert. Was mache ich bei sowas? Da gehe ich einen Zwischenschritt, berechne erstmal xi minus x quer. Das ist erstmal diese Spalte hier zwischendrin. Da bin ich auf die Punkte gekommen. Seht ihr auch alle, wie wir da drauf gekommen sind. Guckt euch mal die erste Zeile an. Wenn wir da nämlich xi haben, xi ist 72 minus der Mittelwert x quer minus 81,5, sind wir bei minus 9,5. Ja, so kommen wir auf diesen Wert. Und so würden wir das für alle Beobachtungen hier auch berechnen. Das ist einfach dieser Wert minus dieser Wert. Nichts Wildes. Ja, ist noch gar nichts Schlimmes passiert. Dann der nächste Schritt ist, dass das quadriert ist. Ja, dass es quadriert wird. Ist auch nichts Verrücktes. Da ist es minus 9,5 quadriert, also minus 9,5 mal minus 9,5. Und dann kommt man hier in dem Beispiel jetzt auf den Wert 90,25. Und so könnte man das halt für alle Datenpunkte auch machen. Ja, und für alle Datenpunkte die Entfernung berechnen von diesem Datenpunkt, von der Beobachtung zum Mittelwert und das Ganze quadriert. Haben wir diese Spalte hier ausgefüllt. Und ihr seht ja, jetzt haben wir eigentlich schon das Größte, haben wir schon berechnet. Was jetzt noch kommt, jetzt muss das Ganze noch aufsummiert werden, oben, das ist das Summenzeichen, das große Sigma, das steht dafür, dass man einfach Dinge aufsummiert. Und dann wird das Ganze durch klein n geteilt. Und klein n ist einfach die Anzahl der Beobachtungen. Also, was habe ich hier gemacht? Das ist einfach diese ganzen Spaltenwerte aufsummiert. Das gibt mir eine Summe, das gibt mir den Wert 241. Das ist eigentlich nichts anderes, als was da oben drin steht. Das ist Sigma i und dann xi minus x quer, das Ganze quadriert. Das ist nichts anderes, wenn ich es einsetzen würde, als diese Zahl 241. Ja, also hier Abstand vom Wert zum Mittelwert, das Ganze quadriert und dieser Spaltenvektor aufsummiert, ergibt uns das, was da oben im Zähler drin steht. Und unten steht einfach klein n, das ist die Anzahl der Beobachtungen. Also wenn ich hier durchzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, habe ich 10 Beobachtungen insgesamt. Wenn ihr jetzt einen Datensatz hättet mit 1000 Beobachtungen, dann hättet ihr n gleich 1000. Ja. Oder wenn ihr einen Datensatz in der Klausur bekommt mit 5 Beobachtungen, habt ihr n gleich 5. Okay, jetzt setzen wir doch einfach mal die Werte ein. Das haben wir ja das meiste schon berechnet. Wie gesagt, der Zähler wird zu 241 und der Nenner wird zu 10. Das ist geteilt und da wird dann noch die Wurzel draus gezogen. Und wenn man das jetzt noch berechnen würde, und wie gesagt, sowas berechnet ihr dann mit dem Taschenrechner, dann kommen wir jetzt auf eine Zahl und die Zahl ist jetzt 4,63. Das ist die Standardabweichung für diese Datenpunkte. Das sagt uns, dass im Schnitt die Datenpunkte 4,63 Punkte vom Mittelwert entfernt sind. Streng genommen auf eine gewichtete Art und Weise, weil ihr hättet ja einfach den Durchschnitt nehmen können. Aber hier sind die größeren Datenpunkte nochmal stärker gewichtet. Ja? Ist es von der Idee her klar, wie wir da drauf gekommen sind? Also ich hoffe, dass ihr ein Verständnis jetzt erstmal habt, wo das Ganze herkommt. Ja, dass es, wie gesagt, die Abweichung vom Mittelwert ist, ja, um diese Streuung zu erfassen. Erstmal allgemein, was ist denn Streuung überhaupt? Ja, Streuung ist irgendwie, sind die Punkte nah am Mittelwert dran oder sind die weiter weg vom Mittelwert? Das ist das Allererste. Das nächste ist, dann ist da eine Formel, ihr könnt auch einfach die Formel auswendig lernen, aber glaubt mir, es hilft euch wirklich, wenn ihr versteht, was da auch abgeht, darunter. Also wir haben einfach von jedem Datenpunkt immer wieder die Differenz zum Mittelwert genommen, ja? Und das Ganze haben wir dann noch quadriert, damit wir positiv, dass wir keine negativen Werte drin haben und das Ganze einfach aufsummiert. Und das wird einfach eine Zahl und die Zahl wird ja umso größer, je größer die Abstände vom Mittelwert sind. Während die Zahl kleiner ist, wenn die Abstände zum Mittelwert klein ist.
dann wird das Ganze einfach nur noch durch n geteilt, ja, weil wenn ihr 1000 Datenpunkte habt, dann habt ihr 1000 Abstände, die ihr aufsummiert werden. Wenn ihr 10 Datenpunkte habt, dann habt ihr nur 10 Abstände, die aufsummiert werden. Ja. Dass das normiert ist, dass man das auch miteinander vergleichen kann. Und dann am Ende wird es einfach nur noch, geteilt durch, n. Und dann wird nochmal die Wurzel rausgezogen. Ja, also da kommen wir gleich nochmal drauf, warum das passiert. Aber das ist, wie man die Standardabweichung berechnet. Und jetzt haben wir das an einem Beispiel mal gemacht. Jetzt können wir das Ganze ja mal auch für den zweiten Datenpunkt berechnen. Ja, also für das Team A haben wir es da oben berechnet. Für das Team B mit einer anderen Verteilung. Da müsste ja jetzt eine Standardabweichung rauskommen, die größer ist. Ja, weil die Punkte ja weiter verteilt sind. Die streuen ja mehr unter dem Mittelwert drum. Also das sehen wir jetzt. Der Mittelwert ist jeweils gleich. Aber wenn wir das jetzt einfach mal alles so einsetzen würden, also ich habe es jetzt einfach mal gemacht, aber das könnt ihr auch gerne mal selber ausprobieren mit den Datenpunkten, die da abgebildet sind in diesen Graphen, dann kommen wir hier auf einen Wert raus, der größer ist, der bei 15,1 liegt. Und das sagt uns dann, dass da die Standardabweichung, also die Streuung, größer ist in Team B als in Team A. Das heißt, wir können am Ende sagen, der Mittelwert ist zwar gleich, aber in dem einen Team, da streuen die einfach mehr um den Mittelwert drumherum, das ist bei B, während bei A streuen die weniger groß drumherum. Okay, aber da habe ich jetzt nochmal ein Video für euch, was jetzt auch nochmal durchgeht, wie man das Ganze berechnet. How to calculate standard deviation. How many vegetables do you have in your fridge? Is that a common amount, or are you an outlier? We can use standard deviation to know whether someone's behavior is normal or extraordinary. Standard deviation, often calculated along with the mean of a data set, tells us how spread out the data is. It is used for data that is normally distributed and can be easily calculated using a graphing calculator or spreadsheet software. But it can also be calculated with a few math operations. We're going to use an example involving the number of vegetables five of our friends have in their fridges. They have 2, 3, 4, 7, and 9 vegetables. To calculate the standard deviation, the first step is to calculate the mean of the data set, denoted by x with a line over it, also called x bar. In this case, the mean would be 2 + 3 + 4 + 7 + 9 divided by 5, which equals 5. Our average friend has 5 vegetables in their fridge. The second step is to subtract the mean from each data point to find the differences. It's helpful to use a table like this. 2 - 5 = -3, 3 - 5 = -2, 4 - 5 = -1, 7 - 5 = 2, and 9 - 5 = 4. The third step is to square each difference. This makes all the differences positive so they don't cancel each other out. And it also magnifies larger differences and minimizes smaller differences. -3² = 9, -2² = 4, -1² = 1, 2² = 4, and 4² = 16. The fourth step is to calculate the mean of the squared differences. 9 + 4 + 1 + 4 + 16 divided by 5 equals 6.8. The final step is to take the square root. This counteracts the squaring we did earlier and allows the standard deviation to be expressed in the original units. The square root of 6.8 is about 2.6, and that's the standard deviation. We're done. The mean number of vegetables is 5 with a standard deviation of 2.6 veggies. Knowing that about 2/3 of the data fall within one standard deviation of the mean, assuming the data is normally distributed, we can say that about 2/3 of our friends have between 2.4 and 7.6 vegetables in their fridges. To recap, these are the 5 steps for calculating standard deviation. Calculate the mean, subtract the mean from each data point, square each difference, calculate the mean of the squared differences, and take the square root. Using symbols, the equation for calculating standard deviation looks like this. Lowercase sigma stands for standard deviation of a population. Uppercase sigma tells us to calculate the sum for each instance. X is each data point, X bar is the mean of the data points, and N is the number of data points.
keep in mind that there is a similar formula that divides by n minus 1. That formula is used when you only have data for a sample of the population. Hope this was helpful. See you next time. Okay, ist die Berechnung klar? Eine Standardabweichung, ja, also es geht mittlere Abweichungen von den Datenpunkten zum Mittelwert und das ist eine Formel, die wir jetzt auch hergeleitet haben. Macht euch nicht verrückt, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Summenzeichen und Wurzelzeichen irgendwie mit nichts mit anzufangen habt, ist nichts Kompliziertes. Einfach nur die Abstände, ja, diese grünen Pfeile, Abstände von einzelnen Datenpunkten zum Mittelwert, das Ganze aufsummiert, das Ganze durch n geteilt und dann wird nochmal die Wurzel draus gezogen. Okay, also die Standardabweichung ist eine Zahl, die angibt, wie weit die Datenpunkte durchschnittlich vom Mittelwert entfernt sind. Jetzt gerade eben im Video wurde es schon mal angesprochen und das wird uns im nächsten Semester mit beschäftigen. Da gibt es auch noch eine andere, eine zweite Formel dazu. Und da wird dann die Unterscheidung eingeführt zwischen der Standardabweichung in der Population, das ist das, was ich euch gerade eben schon mal gezeigt habe. Interessanterweise, wenn es um die Population geht, dann benutzen wir immer griechische Buchstaben, deswegen oben Sigma. Und was meint die Population? Population meint einfach die Grundgesamtheit. Wenn wir zum Beispiel eine Befragung von allen Studierenden oder Aussagen über alle Studierenden treffen wollen würden oder über alle Personen in Deutschland, wenn wir jetzt Datenpunkte von allen Personen in Deutschland hätten, dann wäre das die Formel, die man benutzt. Bei uns im Beispiel war es tatsächlich die richtige Formel, die wir benutzen mussten, weil ich ja gesagt habe, okay, das sind alle Personen, die in Team A irgendwie am Quiz teilgenommen haben, da drüben sind es alle Personen, die in Team B teilgenommen haben. Es war ja keine Stichprobe. Ja, war nicht nur eine Auswahl. Jetzt haben wir aber in der Realität, und wie gesagt, darum geht es dann eigentlich das komplette nächste Semester, ist der Gedanke, dass wir ja oftmals Beobachtungen nicht von allen haben, die wir gerne hätten, sondern von Stichproben. Und wenn wir jetzt von Stichproben Schlussfolgerungen auf die Grundgesamtheit treffen wollen, dann müssen wir überlegen, wie schätzen wir das denn? Wie kommen wir denn auf die Zahlen in der Grundgesamtheit, wenn wir eigentlich das Ganze nur für die Stichprobe berechnen können? Man könnte sagen, ja, ist doch ganz einfach, wir berechnen einfach das ganz normal für die Stichprobe und nehmen einfach dieselbe Zahl und tun so, als wäre das die Zahl für die Grundgesamtheit. Manchmal bietet sich das tatsächlich auch an, beim Mittelwert ist es aber auch so. Aber sobald wir da auf andere Werte verweisen müssen, und hier seht ihr ja irgendwie, wir müssen ja auf den Mittelwert verweisen, und den Mittelwert in der Grundgesamtheit, den haben wir ja nicht, den müssen wir ja auch schätzen über den Mittelwert in der Stichprobe, sobald sowas passiert, sind diese Schätzer, das nennen sich auch Punktschätzer, sind die nicht mehr erwartungstreu. Das sind alles Dinge, die gehen wir im nächsten Semester drauf ein. Ich muss euch jetzt nicht verwirren, aber ich will einfach mal ein bisschen Background-Information geben, weil es dann auch nächstes Semester dann schon mal hilft. Da kann man dann eben, da muss man dann, weil dieser Schätzer dann falsch ist, und das werde ich euch zeigen, dass wenn man das einfach von der Stichprobe nehmen würde und so tun würde, dass das auch in der Grundgesamtheit der Fall ist, ja, das kann man zeigen, dass das falsch ist. Da muss man gewisse Korrekturformeln anwenden und die Korrekturformel hier ist, dass man ja einfach nicht durch n, sondern durch n minus 1 teilt. Ja, das ist die sogenannte Bessel-Korrektur, aber wie gesagt, das werden wir im nächsten Semester uns nochmal genauer anschauen. Was vielleicht jetzt schon mal hängen bleiben kann, ist, dass wenn wir einen griechischen Buchstaben benutzen, dass der dann eigentlich immer darauf verweist, dass wir jetzt hier die Grundgesamtheit meinen, ja, also was jetzt für die gesamte Population irgendwie spricht, während wenn wir einen lateinischen Buchstaben benutzen, wie das kleine s, dann bezieht sich der in der Regel auf eine Stichprobe. Aber wie gesagt, lasst euch da nicht allzu verwirren. Ja, ich wollte es jetzt nur schon mal vorwegnehmen. Wir werden uns jetzt hier in diesem Semester einfach immer so tun, als hätten wir alle Datenpunkte gesammelt. Darum geht es in der deskriptiven Statistik. In dem Beispiel war es auch absolut korrekt. Da haben wir ja einfach zwei Teams gehabt und die Person im einen Team haben die Punkte bekommen, die Person im anderen Team haben die Punkte bekommen. Da gibt es keine Stichprobe, es gibt keine größere Population, auf die wir da irgendwie schlussfolgern wollen, sondern es sind einfach nur die Werte, die wir hier in den zwei Gruppen von Personen irgendwo gefunden haben. Aber ich habe noch ein kleines Video, auch nicht allzu lange, aber dass ihr das vielleicht einfach schon mal im Kopf habt, dass es da manchmal eine Formel gibt, wodurch n minus 1 geteilt ist und manchmal wird durch n geteilt. Das ist so eines der größten Mysterien, ja, wenn man sich so mit Daten beschäftigt. Ich weiß noch, in meinem Studium hat mir das kein Mensch mal erklärt, warum da auf einmal eine Formel auftaucht, wodurch n geteilt wird und manchmal wird durch n minus 1 geteilt. Es ist gar nicht so trivial, warum das so ist. Aber hier, wie gesagt, der Gedanke, die linke Formel wird benutzt, wenn wir alle Datenpunkte auch tatsächlich haben, ja, die uns interessieren, wenn die rechte Formel benutzt wird, wenn es sich um eine Stichprobe. Es gibt nämlich zwei leicht unterschiedliche Formeln für die Standardabweichung. Der Unterschied zwischen den Gleichungen ist, dass einmal durch n geteilt wird und einmal durch n minus 1. Aber warum das? Warum gibt es zwei verschiedene Formeln?
In der Regel möchte man die Standardabweichung der Grundgesamtheit wissen. Zum Beispiel möchtest du wissen, wie groß ist die Standardabweichung von der Größe von allen deutschen Profifußballspielern. Wenn du nun von allen deutschen Profifußballspielern die Körpergröße hättest, würdest du diese Gleichung nehmen, mit 1 durch n. In der Regel ist es aber nicht möglich, die gesamte Grundgesamtheit zu befragen. Also nimmst du eine Stichprobe und möchtest mit dieser Stichprobe die Standardabweichung der Grundgesamtheit schätzen. In dem Fall verwendest du dann diese Formel, mit 1 durch n minus 1. Daher, immer wenn du alle Daten hast und die Standardabweichung für genau diese Daten berechnen möchtest, verwendest du 1 durch n. Hast du nur eine Stichprobe und möchtest die Standardabweichung schätzen, verwendest du 1 durch n minus 1. Wenn du einen Fragebogen erstellt hast und mit deinem Fragebogen nicht die gesamte Grundgesamtheit befragt hast, verwendest du also immer die Formel auf der rechten Seite. Genauso, wenn du eine klinische Studie durchgeführt hast, dann verwendest du auch die Formel auf der rechten Seite, um auf die Grundgesamtheit zu schließen. Okay, dabei will ich es auch belassen. Ja? Also da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Es wird jetzt auch nicht so der große Punkt sein. Entscheidend bei uns ist es erstmal, wir wollen Daten beschreiben. Wir wollen irgendwie ein Maß haben, wie Daten streuen. Und da fokussieren wir uns jetzt mal auf die linke Formel, dass wir so tun, als hätten wir alle Datenpunkte gesammelt. Und diese Unterscheidung, das ist auch intuitiver, klarer. Ja? Also der Abstand zwischen den Datenpunkten und das Ganze durch n geteilt, ja, das macht intuitiv auch Sinn. Während die ganze Geschichte, wenn wir nur Informationen von der Stichprobe haben und auf eine Grundgesamtheit schließen wollen, darum geht es in der sogenannten Inferenzstatistik. Also wenn wir nach Weihnachten so die Grundideen mal irgendwie drüber diskutieren, wie das funktioniert. Aber hauptsächlich werden wir uns dann im nächsten Semester damit beschäftigen. Ja, wie man denn von Dingen, die man in der Stichprobe beobachtet, wie kann man denn da auf Dinge in der Grundgesamtheit schließen? Okay. Also das ist die Standardabweichung, dann gibt es noch die Varianz. Varianz kann man sich eigentlich ganz einfach merken, ja, weil die Varianz ist nichts anderes als die quadrierte Standardabweichung. Ja, also da wird einfach hier, wenn wir mal die Formel uns mal angucken, muss man sich eigentlich nur eine Formel merken. Ich merke mir auch immer nur eine Formel. Ich merke mir auch immer nur die Formel von der Standardabweichung, weil ich weiß, die Varianz ist einfach die quadrierte Standardabweichung. Wenn wir uns das angucken da oben, da seht ihr, es ist dieses Wurzelzeichen weggefallen. Und dafür ist vorne bei Sigma halt ein Sigma-Quadrat, was da steht. Ja, das ist einfach die Standardabweichung quadriert. Können wir sagen, das ist ja eigentlich eine einfachere Formel. Ja, warum benutzen wir denn nicht die? Ja, weil diese, was da rauskommt, nicht so leicht, so schön interpretierbar ist, wie das, was bei der Standardabweichung rauskommt. Warum? Weil bei der Standardabweichung die Zahl eine Einheit hat, die wir sinnvoll interpretieren können. Wenn da rauskommt 4,63 als Standardabweichung, dann heißt das, dass bei unseren Punkten von 0 bis 100 und die haben irgendwie im Schnitt 81,5 gehabt, ist die durchschnittliche Abweichung 4,63 Punkte. Ja, das ist sinnvoll interpretierbar. Während die Varianz wäre das Ganze quadriert, das wäre irgendwie bei 23 noch was, das ist nicht mehr so klar interpretierbar. Ja, 4,63 ins Quadrat, da ist die Einheit eine andere. Deswegen ist die Varianz, wird so oft benutzt, irgendwie bei anderen statistischen Verfahren kommt die Varianz mit rein, aber ist nicht mehr so schön interpretierbar. Deswegen, wenn man so Dinge berichtet, ich habe im Moment gerade irgendwie auch einen Bachelorstudenten, gerade der schreibt mir jeden Tag eine E-Mail, wie er denn seine Ergebnisse präsentieren soll. Aber ist ja schön, er will es richtig machen. Ja. Und da sage ich ihm, okay, eine deskriptive Tabelle machst du jetzt gerade und da berichtet den Mittelwert von Beobachtungen, die er hat. Und dann die Standardabweichung und dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, Minimum-Maximum-Wert, um die Daten zu beschreiben. Ja, also bei ihm geht es, vielleicht wisst ihr das sogar noch, weil ich glaube, ich habe das sogar im letzten Semester auch angesprochen, dass ein Student, der sich tatsächlich damit beschäftigt, leben denn bei Olympia die Leute, die die Goldmedaille gewonnen haben, länger als die, die Silbermedaille, Bronzemedaille oder die Vierter geworden sind. Ja, da gibt es so eine Argumentation dazu, da gab es auch andere Studien schon dazu, die das im Bereich von den Academy Awards, also von den Oscars gezeigt hatten und uns hat immer mal interessiert, ist das denn beim Sport genauso? Ja? Und er arbeitete mit dem Datensatz, den wir auch gescraped haben, also da haben wir irgendwie, keine Ahnung, von allen Olympischen Spielen irgendwie die Ergebnisse irgendwie im Internet abgegriffen, automatisiert über so Web-Scraping
und haben die Daten dann aufgegriffen, beziehungsweise dann bei Wikipedia für jede einzelne Person nachgeguckt, auch alles automatisiert. Da lief mein Computer ein paar Tage daheim, der das alles automatisch gemacht hat. Wie lange leben die Leute denn? Oder wie lange haben die denn gelebt? Und am Ende haben wir da einen Datensatz. Ja, und da haben wir ja irgendwie jetzt ein mittleres Lebensalter, aber wir haben halt auch Streuungen drumherum. Und das macht man, wenn man mit so einem Datensatz arbeitet oder wenn man so einen Datensatz präsentiert, dass man erstmal eine beschreibende Tabelle hat. Und da hat man für alle Variablen, die drin vorkommen, erstmal den Mittelwert. Und da hat er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Lebensdauer, aber auch noch andere Geschichten. Also wir haben zum Beispiel irgendwie auch Informationen gesammelt, wie oft denn der Wikipedia-Artikel angeklickt wurde zum Beispiel. So ein anderes Maß irgendwie für Erfolg. Aber auch andere Dinge, ja. Was für ein Geschlecht, was für ein Alter und so weiter und so fort haben die denn alle. Und da wurde erstmal der Mittelwert berechnet, beziehungsweise Median, je nachdem, oder was anderes, je nachdem, ein prozentualer Anteil, was jetzt gerade irgendwie passt. Und dann eben auch Streuungsmaße. Und da präsentiert er nicht die Varianz, sondern die Standardabweichung, weil die Standardabweichung sinnvoller zu interpretieren ist. Ist aber auch extrem leicht in die Varianz überführbar. Okay, also, einfach nur Varianz, das hört ihr auch immer, aber da müsst ihr euch gar nicht allzu sehr drüber aufregen oder verrückt machen. Varianz ist einfach nur die quadrierte Standardabweichung. Also die Standardabweichung mit sich selbst multipliziert. Aber da werden wir nächste Woche auch nochmal drauf eingehen, weil dann kommt, okay, die Varianz und dann kommt Kovarianz und Korrelation, wie das denn alles zusammenhängt. Das hängt tatsächlich alles sehr nah beieinander. Aber jetzt erstmal der Unterschied zwischen Varianz und Standardabweichung nochmal ein kurzes. Was ist der Unterschied zwischen der Varianz und der Standardabweichung? Wie du jetzt weißt, ist die Standardabweichung die durchschnittliche Entfernung vom Mittelwert. Die Varianz hingegen ist die quadrierte durchschnittliche Entfernung vom Mittelwert. Also, wir haben ein und dieselbe Formel, nur bei der Standardabweichung wird noch die Wurzel gezogen, bei der Varianz nicht. Andersherum gesagt, die Varianz ist die quadrierte Standardabweichung und die Standardabweichung ist die Wurzel der Varianz. Durch diese Quadrierung ergibt sich jedoch eine schwer zu interpretierende Kennzahl bei der Varianz, da eben die Einheit der berechneten Varianz nicht mit den Ausgangsdaten übereinstimmt. Aus diesem Grund ist es ratsam, zur Beschreibung einer Stichprobe stets die Standardabweichung heranzuziehen, da hier die Interpretation leichter von der Hand geht. Die Standardabweichung ist immer in der Einheit wie die Ausgangsdaten, in unserem Beispiel also in Zentimeter. Okay, also gar nichts Wildes. Wie gesagt, bei dem einen ist einfach dieses Wurzelzeichen, beim anderen nicht. Ja? Und wenn man das interpretiert oder umschreibt nochmal, dann ist entweder das eine ist halt Sigma, dann wäre das da oben, das da wäre Sigma. Und wenn man dann die Wurzelzeichen rausnehmen würde, dann müsste man das einfach mit sich selbst quadrieren, dann haben wir da oben Sigma Quadrat. So hängt Standardabweichung und Varianz zusammen. Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen eingestiegen hier, wie man jetzt so Streuungsmaße nicht nur konzeptualisiert, was das denn ist, sondern wie man das auch tatsächlich berechnet. Ja? Und es ist auch so, eigentlich basiert eigentlich alles auf dieser Standardabweichung und Varianz. Ne? Da kommt jetzt auch gar nicht mehr viel mehr dazu. Allerdings gibt es auch noch andere Maße. Und die andere Maße, die haben mit dem Skalenniveau zu tun. Ja? Und wenn ihr euch überlegt, Skalenniveau, wir hatten nominal skalierte, ordinal skalierte und metrische Variablen. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Warum lassen sich Standardabweichung und Varianz bei nominal skalierten Variablen denn nicht berechnen? Das, was wir jetzt eben gemacht haben. Warum sollte das nicht funktionieren bei nominal skalierten Variablen? Nominal skalierte Variable hat keine so numerische Ausprägungen. Okay, aber warum sollten dann unsere Formeln da nicht drauf anwendbar sein? Okay, du bist schon nah dran, Maja. Ich würde sagen, dass bei nominal skalierten Variablen ja die Abstände zwischen den Variablen nicht definiert sein müssen oder nicht gleich verteilt sein müssen und deswegen dann ja keinen Bezug zu einer Verteilung Okay, das ist so der Grund bei ordinal skalierten, dass die Abstände, ja, wenn wir uns irgendwie hier im mittleren Abstand irgendwie beschäftigen wollen, bei ordinal skalierten Variablen machen die Abstände ja gar keinen Sinn. Ja, da ist es ja nicht inhaltlich belegbar oder sind die Abstände ja nicht unbedingt gleich. Aber man kann es eigentlich noch einfacher merken, ja, so wie Jane es eigentlich auch angesprochen hatte, weil bei der Standardabweichung gibt die durchschnittliche Entfernung der Beobachtung vom Mittelwert an. Ja, was ist denn der Mittelwert bei einer nominal skalierten Variable? Da
Da haben wir keinen Mittelwert. Da können wir keinen Mittelwert berechnen. Wir können kein durchschnittliches Geschlecht berechnen. Da können wir auch nicht den Abstand zum durchschnittlichen Geschlecht berechnen. Ja, oder die durchschnittliche Nationalität oder durchschnittliche Haarfarbe. Da können wir auch den Abstand dazu nicht berechnen. Also das ist eigentlich der Grund, warum ihr merkt schon, wie diese Skalenniveaus ganz wichtig sind, gerade irgendwie jetzt auch, um irgendwie sich zu überlegen, wie kann ich denn Maße entwickeln, um zu signalisieren, ob die Daten da jetzt alle nah beieinander sind oder weiter weg voneinander. Aber der Punkt ist ganz einfach, wir können hier bei Ordinal- und bei Nominalskeletenvariablen einfach keinen Mittelwert berechnen. Und die ganzen Formeln, die ich euch jetzt gerade gezeigt hatte, da war ja immer x quer da oben drin, das ist der Mittelwert. Wenn wir den Mittelwert nicht haben, können wir das Ding auch nicht berechnen. Okay, deswegen gibt es hier andere Maße, das sind sogenannte Diversitätsmaße, um die Streuung von Daten in Ordinal- und bei Nominal- und Ordinalskeletenvariablen zu berechnen. Vielleicht da nochmal eine Frage, wie könnte man denn jetzt hier irgendwie diese Idee der Streuung übertragen auf nominal skalierte Variablen? Wie würde es denn aussehen, wenn eine nominal skalierte Variable viel streut oder wenig streut? Ja? Dass die relative Häufigkeit von unterschiedlichen Ausprägungen so voneinander unterschiedlich. Okay, ja, du hast Reading gemacht, sehr gut. Also dass irgendwie, wenn die alle gleich verteilt wären, dann müssten ja auch gleich viele Beobachtungen in den unterschiedlichen Kategorien, die es jetzt gibt, sei es jetzt Haarfarbe, sei es Geschlecht oder Nationalität, dann müssten die alle auch gleich vertreten sein ungefähr. Na, das ist so der Gedanke und das hast du jetzt irgendwie über die relative Häufigkeit irgendwie abgebildet. Gehen wir gleich drauf ein. Maya, wolltest du noch was sagen? Ja, ja. Während wenn irgendwie halt alle gleich sind, dann streut es ja weniger. Ja? Und das ist eigentlich genau schon die Idee. Und da gibt es dann verschiedene Maße in der Literatur. Der Diaz-Bohnen nennt es den Lieberson-Index. Findet ihr auch nochmal einen anderen Namen in der Literatur. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Das ist der Index qualitative Varianz. Aber das ist eine Zahl, die angibt, wie unterschiedliche Kategorien einer nominal skalierten Variablen vertreten sind. Ja? Und jetzt haben wir hier eine nominal skalierte Variable für verschiedene Farben. Ja? Und dieser Index, der erreicht sein Maximum, wenn alle Kategorien der Variable gleich stark besetzt sind. Ja, dann können wir sagen, das ist am diversesten, jetzt von der Maßzahl her. Während dieser Index sein Minimum erreicht, wenn jetzt nur eine Kategorie der Variable besetzt ist. Ja, also im Extremfall hat man da vier mögliche Ausprägungen, aber wir haben eigentlich nur eine belegt und alle anderen sind null, ist niemand da. Es gibt niemanden, der diese Haarfarbe hat, obwohl es es theoretisch geben könnte. Dann sind die Beobachtungen ja alle irgendwie nah beieinander. Und das ist eigentlich auch schon die Idee von diesem Index. Wenn wir jetzt mal angucken, wie wird der berechnet, was ist die Formel dazu? Uns auch nicht verwirren, das ist einfach nur AW vorne, das ist einfach eine Bezeichnung für diesen Index. Und was haben wir hier? 1 minus und dann irgendwie ist da wieder so ein Summenzeichen und da ist da klein j bis zu groß j. Das heißt, es läuft einfach durch die verschiedenen Werte von j durch, bis wir bei groß J angekommen sind und summiert das Ganze auf. Und was ist jetzt groß J? Groß J ist einfach die Anzahl an Kategorien. Ja, also wenn ich hier vier mögliche verschiedene Kategorien habe, dann habe ich da oben groß J 4 stehen. Das heißt, ich muss vier verschiedene relative Häufigkeiten oder Anteile berechnen und die aufaddieren. Beziehungsweise quadrieren und dann aufaddieren. Okay, also J ist erstmal die Anzahl der Kategorien, die wir haben. Und dann haben wir hier hinten das PJ Quadrat stehen, das darf euch auch überhaupt nicht abschrecken, das ist einfach nur, was Jane gemeint hatte, dieser relative Anteil. Also wenn jetzt irgendwie die Farbe Rot 100% ausmacht, dann ist PJ gleich 1. Während wenn die Farbe Rot 25% ausmacht, dann ist PJ gleich 0,25. Und das Ganze wird quadriert. Warum wird es quadriert? Weil dadurch, dass quasi wenn das gleich verteilter wird, werden dann kleinere Zahlen werden, während wenn man das nicht machen würde, dann hätte man das nicht so auseinandergezogen. Okay, und das, was wir da berechnen, wird einfach von 1 abgezogen und dann kommen wir auf eine Zahl. Und wenn wir das hier jetzt mal einsetzen, also auch relativ naheliegend, wenn wir vier verschiedene Kategorien haben, so wie ich es bisher im Beispiel hatte, und wenn jetzt sich alles in der Farbe Rot konzentriert, was sind denn dann die relativen Anteile für die vier verschiedenen Farben? Ja, dann sind wir hier bei P1, das ist irgendwie, steht jetzt für die Farbe Rot, da ist da 100% drin. Während bei den anderen Farben, die ich gerade eben hier hatte, ist ja niemand drin.
ist niemand vertreten. Das heißt, der relative Anteil wäre da gleich 0. Okay, jetzt haben wir die relativen Anteile. Wenn man das irgendwie in die Formel da oben einsetzt, das seht ihr irgendwie 1 minus und dann die Summe, jetzt habe ich es hier mal ausgeschrieben, jeweils die relativen Anteile eingesetzt, also 1 quadriert plus 0 quadriert plus 0 quadriert plus 0 quadriert. Ja, und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, das ist einfach nur 1 minus 1 quadriert. Das heißt, wir kommen auf eine Zahl raus, die hier gleich 0 ist, bei 4 verschiedenen Kategorien. Das heißt, dieser Index würde sein Minimum erreichen, wenn nur eine Kategorie der Variable besetzt ist. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht es denn aus, wenn da stattdessen die 4 Kategorien gleich besetzt werden. Aber das merken wir dann. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt haben sich die prozentualen Anteile verändert. Jetzt sind die prozentualen Anteile jeweils 25%. Ja, das heißt, P1 wäre jetzt hier 0,25, P2 wäre 0,25, P3 und P4 genauso. Wenn wir das jetzt in diese Formel einsetzen würden, wenn wir es hier mal machen, haben wir hier 1 minus und jetzt auch wieder diese Summe wieder ausgeschrieben, also 0,25 quadriert plus 0,25 quadriert und so weiter und so weiter. Und wenn wir das jetzt einfach mal berechnen, kommen wir in dem Fall hier jetzt auf eine Zahl von 0,75. Ja. Jetzt haben wir irgendwie eine Maßzahl entwickelt, relativ einfach, über die relativen Anteile, die quadriert und das Ganze aufsummiert und eins von dem abgezogen. Ja. Jetzt haben wir irgendwie eine Maßzahl generiert, die geringe Werte hat, also die den Wert 0 hat, wenn alle sich in einer Kategorie konzentriert, während die Maßzahl höher ist, wenn sich das mehr oder weniger gleich verteilt über die verschiedenen Kategorien hinweg. Ja. Das ist ja so die Idee der Streuung. Sind die eigentlich alle nah beieinander oder sind die alle weiter verteilt? Okay, jetzt gibt es bei dieser Geschichte allerdings noch was zu berücksichtigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mehrere Kategorien hätten. Also wenn wir jetzt hier 10 Kategorien hätten, dann, wenn man das einfach auch wieder gleich verteilen würde und genauso auch wieder in die Formeln einsetzen würde, dann würdet ihr feststellen, dass wir hier nicht irgendwie auf 0,75 kommen, sondern dann kommen wir jetzt hier auf eine höhere Zahl, wenn die alle gleich verteilt sind. Da würden wir jetzt auf 0,9 kommen. Warum ist das so? Ja, guckt euch einfach nochmal die Formel an. Hier haben wir irgendwie 0,25 gehabt. Wenn wir 10 Kategorien hätten, dann wäre ja jeder einzelne Wert, wie groß? Na, wenn wir 10 Kategorien haben was ist, und die alle gleich verteilt sind, was ist denn dann der prozentuale Anteil von jeder Kategorie? Dann wäre der Anteil kleiner, also ein Zehntel. Dann wäre das 0,1. Ja. Dann wäre irgendwie P1 wäre 0,1, P2 wäre 0,1 und so weiter, bis zu P10, alles wäre 0,1. Ja. Wäre ja alles gleich verteilt. Ne? Und wenn wir das halt in diese Formel da oben einsetzen würden, die wir hier so sehen, hätten wir hier halt mehr stehen, dann kommen wir halt nicht auf 0,75, sondern dann kommen wir auf 0,9. Ja? Sowas ist jetzt super optimal, wenn man da so eine Zahl hat, die manchmal hoch, manchmal wenig ist, obwohl sie eigentlich doch eigentlich dieselbe Idee zum Ausdruck bringt. Und zwar, dass hier die Beobachtungen gleich verteilt sind. Was man bei sowas macht, man normiert sowas. Ja, also das hat damit zu tun, dass wenn man mehr Kategorien hätte, dann ist diese Zahl auch anders. Man kann das normieren, kann man auch recht einfach herleiten, was denn dieser maximal höchste Wert ist, den man da annehmen kann, wenn alles gleich verteilt ist. Und dieser maximal größte Wert lässt sich berechnen als 1 minus 1 geteilt durch j. Also wenn man überlegt, gerade eben habe ich gesagt, wenn wir 10 verschiedene Kategorien haben, dann ist ja j gleich 10. Wenn wir das einsetzen, dann haben wir 1 minus 1 geteilt durch 10, also 1 minus 0,1, sind wir bei 0,9. Das ist dieser Maximalwert, den dieses Maß annehmen könnte, wenn wir 10 verschiedene Kategorien haben. Während, wenn wir jetzt 4 verschiedene Kategorien haben, setzen wir mal ein, dann wäre j gleich 4, dann haben wir 1 minus 1 geteilt durch 4, also haben wir 1 minus 0,25, sind wir bei 0,75, dann ist das der maximale Wert, den dieser Index annehmen kann. Das war das, was wir vorhin hatten, ja, wenn wir 4 Kategorien haben und die alle gleich vertreten sind. Also so kann man den maximal möglichen Lieberson-Index hier bestimmen, relativ einfach. Was man dann jetzt macht bei solchen Geschichten, man nimmt das, was man berechnet, also diesen Index da oben, diesen AW-Index, und man teilt es einfach durch das, was maximal möglich ist. Ja. Und was passiert dadurch? Dadurch kommen wir halt auf so einen normierten Index, also einfach nur den Index geteilt durch das, was maximal möglich ist. Und das Schöne ist bei so einem normierten Index,
der ist halt immer, liegt immer zwischen 0 und 1. Das heißt, egal ob ihr jetzt 10 oder 4 oder 100 Kategorien habt, das Ding ist immer 1, wenn die Kategorien alle gleich vertreten sind. Und das Ding ist immer 0, wenn sich das alles in einer Kategorie konzentriert. Das sind normierte oder standardisierte Indizes, das werden wir immer mal wieder sehen, ja, dass man irgendwie versucht, solche Dinge irgendwie zu generieren, dass die vergleichbar sind über auch verschiedene Datensätze hinweg. Okay, also dieser normierte Index setzt die beobachtete Diversität in Relation zu der maximal möglichen Diversität bei verschiedenen Kategorien. Und in anderen Büchern findet ihr das halt eben halt auch genau das unter einer anderen Bezeichnung. Und zwar, da findet ihr das als den Index qualitativer Varianz. Das ist diese Formel da oben, aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als dieses Ding da. Ja? Also wenn man da irgendwie alles einsetzen würde und einfach ein bisschen umschreibt, dann kommt man auf das da auf. Also was in der Klammer steht, ist immer noch absolut gleich. Und das wird einfach normiert, multipliziert mit dem, was eigentlich maximal erreichbar wird. Und das sind irgendwie, wenn man das rumdreht, dann haben wir dann eine Zahl, die größer ist als 1, also j geteilt durch j minus 1. Wenn das da eben 0,7 wäre, 0,75 zum Beispiel bei 4 Kategorien, wir hätten 4 Kategorien, hätten wir 4 geteilt durch 4 minus 1, dann haben wir 4 geteilt durch 3 mal 0,75. Ja? Und was ist das? Ja, dann sind wir bei 1. 0,75 mal 4 geteilt durch 3 sind wir bei 1. Genauso, wenn wir jetzt hier, überlegt euch mal, wenn wir 10 Kategorien hätten, dann hatten wir hier, was in der Klammer war, war ja bei uns 0,9, der größte Wert, den wir so hergeleitet haben oder gezeigt haben. Wenn wir jetzt die Zahlen einsetzen für J, hätten wir 10 geteilt durch 10 minus 1, also 10 geteilt durch 9. 10 geteilt durch 9 mal 0,9 ergibt 1. Ja, also so kann man das normieren, dass diese Zahl oder dieses Maß dann immer zwischen 0 und 1 liegt. Und das ist sowas, was man dann auch berichten würde, weil man das vergleichen kann über verschiedene Datensätze hinweg, wo es auch unterschiedliche Kategorien eigentlich gibt. Okay, das war jetzt mal so ein Ritt durch die verschiedenen Streuungsmaße, die wir hatten. Ja, also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Lagemaße, erstmal wo ist denn so die Mitte ungefähr von den Dingen, die wir beobachten. Aber dann ist ja eine berechtigte Frage, ja, wie sind die denn verteilt, unsere Beobachtungen? Sind die alle nah beieinander oder sind die alle weiter weg? Ja, und da haben wir uns jetzt mit 5 verschiedenen Maßen beschäftigt. Das einfachste ist die Spannbreite, was ist die Entfernung zwischen dem größten Datenpunkt und dem kleinsten Datenpunkt. Dann das nächste, was wir hatten, war dieser Quartilsabstand, also wo sind denn die mittleren 50%? Dann haben wir als nächstes gehabt diese Standardabweichung, was ist denn die mittlere Abweichung jeweils vom Mittelwert? Ja, also einfach immer die einzelnen Datenpunkte zum Mittelwert, die Entfernung berechnet, quadriert, das Ganze durch n geteilt, Wurzel gezogen, gibt uns eine Zahl, die uns am Ende sagt, was ist denn die durchschnittliche Abweichung von diesen Beobachtungen zum Mittelwert gewichtet. Dann als nächstes haben wir die Varianz gehabt, kann man noch mehr darüber erzählen, aber meiner Ansicht nach muss man sich einfach nur merken, die Varianz ist die quadrierte Standardabweichung. Und dann als letztes, als fünftes, haben wir dann jetzt hier dieses Diversitätsmaß gehabt, wo es darum geht, okay, was ist denn, wenn die Variable nicht mehr metrisch skaliert ist, sondern nominal oder ordinal skaliert. Weil dann können wir ja die ganzen anderen 4 Maße nicht berechnen, weil wir keine sinnvollen Abstände haben, weil wir keinen sinnvollen Mittelwert haben. Deswegen müssen wir irgendwie das anders angehen. Und dann eine Variante, die meiner Ansicht nach Sinn macht, ist, dass man sich die Konzentration anschaut. Sind die denn jetzt alle in eine Kategorie konzentriert, alle Beobachtungen, oder verteilen die sich über die verschiedenen Kategorien gleichmäßig hinweg? Ja? Also, Lagemaße, Streuungsmaße. Nächste Woche geht es dann um Zusammenhangsmaße. Was jetzt noch kommt, wo ich nochmal kurz drauf eingehen will, ist die sogenannte Schiefe. Weil wir haben jetzt ja besprochen, wo ist die Mitte, wie streuen denn die Daten drumherum? Aber das muss uns ja immer noch nicht irgendwie heißen, dass wir diese Verteilung richtig beschrieben haben. Ja? Es kann nämlich sein, dass 2 Datensätze die gleichen Mittelwert haben, die gleiche Standardabweichung, aber trotzdem sehen die Verteilungen ziemlich anders aus. Ja? Und das erfassen wir eben unter anderem mit dieser Schiefe. Da will ich jetzt kurz mal auf die Idee eingehen und dann gehen wir zumindest mal auf die Modusschiefe ein und dann gucken wir mal, ob man den Momentenkoeffizient der Schiefe auch nochmal anspricht am Ende. Aber erstmal, worum geht's? Habe ich erstmal ein kleines Video für euch.
Okay, gut. Also, das kann man sich auch stundenlang anschauen, aber was ist die Idee dahinter? Es geht um Schiefe. Ja? Ist die Verteilung jetzt irgendwie so, nennt sich dann tatsächlich auch links schief oder rechts schief oder ist die links steil oder rechts steil? Ja? Das sind tatsächlich Bezeichnungen davon. Würde die Verteilung oder würde diese Datenpunkte, sehen die denn so aus, als fallen die denn irgendwie um? Und jetzt hier im einfachsten Fall, das ist eine Normalverteilung, müsst ihr euch auch nochmal nicht verrückt machen, das werden wir alles im nächsten Semester nochmal kennenlernen, was es denn eigentlich ist. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, dass die Datenpunkte ungefähr so verteilt sind, also dass wir irgendwie hier ein Histogramm haben und die Datenpunkte in der Mitte am meisten vorkommen, dann würde sich so eine Verteilung, würde man als symmetrisch bezeichnen. Ja, dass die auf der rechten und der linken Seite mehr oder weniger gleich aussehen. Da kommen, haben die gleiche Werte. Während, jetzt gucken wir uns mal so eine Verteilung an, seht ihr, da ist jetzt irgendwie dieser Punkt so ein bisschen nach links versetzt drüber. Also es sieht so aus, als würde das nach links rüber kippen. So eine Verteilung, die nennt man linkssteil. Während so eine Verteilung, das seht ihr jetzt, da ist es irgendwie so auf diese Seite, kippt es so ein bisschen rüber, da ist es rechtssteil. Und da könnte das jetzt sogar sein, in all diesen drei Verteilungen, dass da der gleiche Mittelwert da ist und dass da der gleiche Standardabweichung da ist, aber offensichtlich sind das ja andere Verteilungen. Das heißt, wir müssen irgendwie nochmal überlegen, wie können wir das denn charakterisieren, dass das eine irgendwie halt so auf die rechte Seite rüberkippt und das andere so mehr auf die linke Seite rüberkippt. Und was wir jetzt hier machen, wir können das tatsächlich charakterisieren mit allem, was wir bisher schon gemacht haben. Also da ist überhaupt nichts Neues mehr dabei. Ja? Wie könnten wir, und das frage ich euch jetzt, wie könnten wir denn erfassen, ob eine Verteilung linkssteil, symmetrisch oder rechtssteil ist? Also ob die in die eine Richtung umkippt oder ob das mehr so symmetrisch in der Mitte ist oder ob das mehr so in die andere Richtung rüberkippt. Wie könnte man das denn so konzeptionell, überlegt euch mal, wie könnte man das denn erfassen? Jane? Ja, zum Beispiel ja. Den Abstand zwischen Mittelwert und Median. Ja. Ja, das ist sogar sehr gut. Also der Abstand zwischen Mittelwert und dem Median. Weil, warum? Warum wäre das gar nicht so doof? Weil der Mittelwert ist ja extrem anfällig für die extremen Werte, während der Median das nicht ist. Also der Median würde eigentlich immer gleich bleiben, während wenn da so ein Wert ganz draußen ist, dann zieht sich der Mittelwert so in die eine Richtung rüber oder in die andere Richtung rüber. Und wenn man dann diesen Abstand zwischen den beiden nimmt, dann ist es ja ein Indikator davon, wie weit sind die denn voneinander entfernt. Streng genommen werde ich jetzt euch gleich auch nochmal zeigen, wenn eine Verteilung symmetrisch ist, dann ist ja auch der Mittelwert, der Median und der Modus auch relativ gleich. Dann sind die nah beieinander. Während wenn die Verteilung nicht symmetrisch ist, dann ist die Entfernung zwischen diesen Lagemaßen auch größer. Also das ist tatsächlich die Idee. Du hast ja sogar schon eine fortgeschrittene Variante irgendwie erwähnt, den Abstand zwischen dem Mittelwert und dem Median. Auf das wollte ich jetzt gar nicht so eingehen, weil da sieht die Formel ein bisschen komisch aus. Da ist dann sechsmal der Abstand zwischen Median und Mittelwert. Aber von der Idee her ist es das allerselbe. Wurde von einem gewissen Herrn Pearson auch wieder beigebracht, der in der Statistik unheimlich viel irgendwie beigetragen hat. Und noch einfacher könnte man ja einfach mal sagen, wir nehmen mal den Abstand zwischen dem Modus und dem Mittelwert. Also der Zahl, die am häufigsten vorkommt, und der Mittelwert. Oder hier seht ihr das nochmal anders, erzählt er mal, okay, das würde es ja erfassen irgendwo. Wenn wir irgendwie der Abstand zwischen Mittelwert und Modus, wenn wir das hier und davon das subtrahieren, wenn das irgendwie negativ ist, dann kippt die Verteilung so ein bisschen so auf die rechte Seite rüber. Während wenn wir den Abstand vom Mittelwert zum Modus nehmen, dann ist das immer noch positiv, dann kippt der eher nach links rüber. Und so wird es tatsächlich auch gemacht. Also, dass man den Abstand zwischen Mittelwert und Modus nimmt und je nachdem, ob das positiv oder negativ ist, charakterisiert es eine Verteilung als links- bzw. als rechtssteil. Aber da habe ich jetzt ein kleines Video dazu. Verteilungen müssen nicht immer so schön symmetrisch sein wie die Normalverteilung. Sie können asymmetrisch sein. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie man diese Asymmetrie klassifizieren kann. Wenn es sehr viele kleine und ein paar wenige Großausprägungen gibt, so spricht man von einer linkssteilen Verteilung. Das kann man sich gut merken, weil die Dichtefunktion dann linkssteil nach oben geht. Synonym zu linkssteil ist rechts schief, linkssteil kann ich mir persönlich aber besser merken. Umgekehrt, wenn es viele große und nur ein paar wenige kleine Ausprägungen gibt, spricht man von einer rechtssteilen bzw. linksschiefen Verteilung.
Und wenn alles ausbalanciert ist, das heißt, es gibt ähnlich viele große wie kleine Beobachtungen, spricht man von einer symmetrischen Verteilung. Eingezeichnet siehst du hier ein Charakteristikum der Schiefeltypen, nämlich die Beziehung zwischen dem Median und dem Mittelwert. Bei einer links steilen Verteilung ist der Mittelwert größer als der Median. Umgekehrt ist es bei einer rechts steilen Verteilung und bei einer symmetrischen Verteilung sind beide Werte ungefähr gleich. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass der Mittelwert Ausreißer empfindlich ist, der Median aber nicht, wie du sicher schon weißt. Wenn nun also zu unserer obigen Stichprobe ein einzelner, sehr großer Wert dazukommt, zieht das den Mittelwert stark in die Richtung des Ausreißers. Er wird also größer. Der Median bleibt davon unbeeindruckt. Schauen wir uns die Grafik links an. Wenn nun also zum Beispiel der Mittelwert deutlich größer ist als der Median, dann sind die meisten Beobachtungen klein und wenige große Beobachtungen, die Ausreißer also, ziehen den Mittelwert nach rechts. Und das ist der Fall bei einer links-steilen Verteilung. Die Einkommen von Personen sind typischerweise links-steil. Viele haben wenig, wenige haben viel, man kennt das ja. Modellieren können wir das durch eine Gamma-Verteilung, die eine solche links-steile Form hat. Körpergrößen von Frauen sind meistens normal verteilt, also symmetrisch. Viele sind so um die 1,70 Meter, ein paar sind kleiner, ein paar sind größer. Aber das gleicht sich dann im Mittel gut aus. Warum schaue ich mir hier nur die Frauen an? Die Körpergröße von Frauen und Männern gemeinsam ist nicht mehr unbedingt normal verteilt, weil die Männer im Durchschnitt größer sind. Wir bekämen dann eine bimodale Verteilung. Also eine Verteilung, die auch ungefähr aussieht wie eine Normalverteilung, aber die zwei Extreme hat, zwei Maxima. Und abschließend 100 Meter Sprintzeiten. Die meisten laufen so um die 13 bis 14 Sekunden. Man hört aber auch von Ausnahmetalenten, die sogar schneller als 10 Sekunden laufen. Und das führt dann zu so einer rechts steilen Verteilung. Das kann man dann zum Beispiel mit einer Weibull-Verteilung modellieren. Okay, also nochmal zur Erinnerung, was haben wir hier? Wir haben links steil, das heißt, es ist in der Verteilung auf der linken Seite, geht es steil nach oben, ja, während rechts ist dann so abflacht. Rechts steil auf der rechten Seite der Verteilung geht es steil nach oben, während es auf der linken Seite abflacht. Und wir können das Ganze eben erfassen über die Entfernung zwischen den Lagemaßen. Ja, also wenn die symmetrisch sind, dann sind die Lagemaße, liegen die auch alle gleich. Während, weil eben der Mittelwert ausreißerempfindlich ist, wenn der ist ein Wert, der ganz weiter drüben ist, dann zieht sich auch der Mittelwert da so in die Mitte rüber, während der Median bzw. der Modus davon nicht betroffen sind. So kann man das dann erfassen. Und also was man hier macht, man nimmt einfach tatsächlich die Differenz zwischen Modus und Mittelwert. Das ist die Modusschiefe nach Pearson. Pearson nennt das Ganze die Mode-Skewness, aber da gibt es auch die Median-Skewness. Die hat dann nochmal eine andere Formel, aber das ist von der Idee her das Allergleiche. Ist einfach der Abstand, der standardisierte Abstand zwischen Modus und Mittelwert. Okay? Was heißt das? Das heißt, wir haben jetzt hier auch wieder eine Formel, also SK ist jetzt hier einfach für diese Schiefe oder für Skewness. Mittelwert minus Modus wird er berechnet, also Mittelwert, Modus, nicht Modus und Mittelwert. Entschuldigung, Mittelwert minus Modus. Und das Ganze wird jetzt durch die Standardabweichung geteilt. Also das, was wir gerade eben berechnet haben. Warum teilen wir das nochmal durch die Standardabweichung? Hat jemand eine Idee? Wenn sowas kommt, dann ist es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, was wir gerade eben mit dem Lieberson-Index auch gemacht haben. Dass wenn wir das nicht tun würden, dann hängt dieser Abstand ja davon ab, wie groß ist denn der Mittelwert und wie groß ist denn der Modus? Bei Einkommen, wo irgendwie das Durchschnittsgehalt, ich weiß nicht, bei 3.000 Euro liegt und der Modus liegt irgendwie bei 2.000, wäre der Abstand 1.000. Während irgendwie bei den Punkten im Quiz wäre der Mittelwert 81,5 und der Modus wäre vielleicht bei 75 und so weiter, wäre der Abstand 5. Dann könnte man das ja nicht miteinander vergleichen, ja, weil das eben von der Einheit der ursprünglichen Variable abhängt. Während, und jetzt ist halt das Schlaue, wenn wir das durch die Standardabweichung teilen, dann dividiert sich diese Einheit raus. Ja, das heißt, am Ende sind die Werte immer gleich. Also irgendwie eine linksschiefe Verteilung bei Einkommen, die irgendwie gleich aussieht wie eine linksschiefe Verteilung bei den Punkten für das Quiz. Obwohl das eine andere Skala wäre, obwohl das eine von 0 bis 10.000 geht und das andere geht von 0 bis 100 nur, ja, wäre die Schiefe, wenn man das durch die Standardabweichung hier teilt, gleich.
Das ist oftmals so der Idee, weil ihr habt ja Variablen, die unterschiedlich skaliert sind, ja, also die unterschiedliche Minimum und Maxima haben. Im Idealfall hätten wir dann eine Maßzahl, die wir über die verschiedenen Variablen hinweg vergleichen können. Und da kommt dann dieses Schiefe raus. Also deswegen wird er durch die Standardabweichung nochmal geteilt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was nimmt es denn für Werte an? Also wenn wir den Mittelwert minus Modus nehmen, wenn der Mittelwert jetzt, wenn das da oben, jetzt gucken wir uns mal diese Verteilung an, das ist eine linkssteile Verteilung, da ist der Modus hier, der Mittelwert ist da. Das heißt, wenn der Mittelwert minus Modus, Mittelwert ist größer als der Modus, dann ist das ganze Ding ja positiv, oder? Weil das ist hier, davon ziehen wir das dann ab, dann haben wir eine Zahl, die immer noch positiv ist. Mittelwert minus Modus positiv, deswegen nennt sich das Ganze auch eine positive Schiefe, das ist nichts anderes als eine Bezeichnung für eine linkssteile Verteilung. Während, wenn wir uns jetzt mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn die Verteilung so aussieht, also wenn sie eher so nach rechts rüber kippt, das ist eine rechtssteile Verteilung. Jetzt seht ihr hier, Mittelwert ist hier, Modus ist da. Wenn wir jetzt den Mittelwert nehmen, die allergleiche Formel, den Mittelwert, und davon ziehen wir jetzt irgendwie den Modus ab, dann muss das Ganze ja, wupp, wird ja negativ, ja? Weil der Modus ja größer ist als der Mittelwert. Das heißt, wir hätten da eine negative Zahl. Und diese negative Zahl, das wäre eine negative Schiefe, ja, die bezeichnet eben Verteilungen, die rechtssteil sind. Ja? Okay, also, und da gibt es ja noch andere Maße, da gibt es noch den Momentenkoeffizient der Schiefe, da gibt es noch sowas wie Kurtosis, wie die Wölbung. Das sind alles irgendwie Zahlen, wo man versucht, diese Verteilungen zu beschreiben. Ja, wir können die Verteilungen angucken und wir haben da so eine Idee davon, okay, das ist jetzt so oder so verteilt, aber das ist ja sehr subjektiv erstmal und zum Zweiten auch nicht besonders effizient, das irgendwie zu kommunizieren oder mit anderen Dingen zu vergleichen. Ihr könnt ja nicht einfach zwei Verteilungen die ganze Zeit übereinander legen und so weiter, aber ihr könnt halt sehr gut verschiedene Maßzahlen wie Streuungsmaße miteinander vergleichen. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt mit Lagemaßen beschäftigt, wo ist die Mitte, dann Streuung, wie weit streuend ist denn da drumherum? Und da ist die Schiefe halt auch so ein bisschen, weil zwei Verteilungen können die gleichen Lagemaße haben, können die gleiche Streuungsmaße haben, aber trotzdem sehen die halt anders aus. Die eine kippt mehr so auf die eine Seite rüber und die andere kippt mehr auf die andere Seite rüber. Und das kann man über die Schiefe erfassen. Und die einfachste Art, wie man das irgendwie erfasst, habe ich euch jetzt gezeigt, dass diese Modusschiefe, dann der nächste Schritt wäre tatsächlich, das Ganze über den Median zu machen. Also nicht irgendwie die Entfernung zwischen Mittelwert und Modus, sondern die Entfernung zwischen Mittelwert und Median. Was er da macht, dann macht man das Allergleiche, allerdings multipliziert man das Ganze nochmal mit 6. Hat einen anderen Grund, weil das dann tatsächlich interpretierbar wird, das Ganze. Oder kann man noch weiter gehen. Und das, ich will es einfach nur kurz zeigen, ist jetzt nicht relevant, wird auch nicht klausurrelevant sein. Es gibt auch noch den Momentenkoeffizient der Schiefe. Auf irgendwann fängt es da an, weil dann nicht mehr mit quadriert wird, sondern wird dann hoch 3 genommen. Ja? Und dann ist nochmal, weil das dritte Moment ist, ja? Müsst ihr jetzt auch nicht wissen, aber dann kann man noch weiter gehen, wenn man das hoch 4 nimmt. Dann sind wir irgendwann bei der Kurtosis, also bei der Wölbung. Das sind so verschiedene Maßzahlen am Ende, einfach nur, um diese Dinge hier zu beschreiben. Okay, aber wie gesagt, dabei will ich es jetzt erstmal belassen. Habt ihr zu diesem Themenkomplex Streuungsmaße Fragen? Ja, ist das verständlich? Lieber einmal mehr nachfragen, ja, keine doofen Fragen. Ja. Auch wenn ihr sagt, Herr Grund, ich habe das nicht verstanden. Ja. Jane? Ja. Wenn ich es jetzt nicht hier angesprochen habe, dann wird es auch nicht klausurrelevant sein. Ne? Also das ist einfach nochmal ein anderes Maß, irgendwie auch wie man so eine Verteilung nochmal erfasst. Aber prinzipiell könnt ihr eigentlich so den Maßstab anlegen, das, was ich in der Vorlesung sage, ist klausurrelevant. Noch andere Fragen? Okay, was jetzt auf uns zukommt, jetzt nächste Woche, wir haben uns mit Lagemaßen beschäftigt, wo ist denn die Mitte? Das nächste ist die Streuungsmaße, wie verteilt sich das denn? Jetzt das nächste, was jetzt kommt, sind Zusammenhangsmaße. Wie hängen denn zwei Variablen miteinander zusammen? Und da werdet ihr sehen, da werden wir auf die Kovarianz zu sprechen kommen und da werden wir auch zeigen, dass die Kovarianz und die Varianz extrem nah miteinander verwandt sind. Nur, dass bei dem einen wird es halt quadriert und bei der einen wird halt die Veränderung der einen Variable multipliziert mit der Veränderung in der anderen Variable. Das ist die Kovarianz. Das ist dann auch schon wieder klar. Also mehr oder weniger die gleiche Formel. Und wenn dann noch die Korrelation kommt, und das ist so das Zusammenhangsmaß, was man so am meisten irgendwie benutzt, wenn man auch irgendwie was ausdrücken will, verändert sich zwei Variablen denn in die gleiche Richtung? Ja oder nein?
dann ist die Korrelation nichts anderes als die standardisierte Kovarianz. Also oft hängt das so miteinander zusammen. Ja? Also das eine ist irgendwie in Rohform und dann ist das andere irgendwie quadriert oder hängt damit irgendwie zusammen. Und dann manchmal ist das eine Zahl, die halt unstandardisiert ist. Das heißt, die kann alle möglichen Werte annehmen und dann ist eine Standardisierung oftmals so ein Versuch, dass man das irgendwie, was da rauskommt, in einen gewissen Bandbreite pressen tut. So ist es dann auch bei der Korrelation. Die kann nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen, egal was für Variablen das ihr habt. Und dann kann man das eben schön interpretieren und auch schön vergleichen. Gut, aber damit beschäftigen wir uns nächste Woche mit der Korrelation, mit der Kovarianz. Gut, hören wir jetzt auf.